Das Mikro näher an den Mund zu. Gut, egal. Also, das sind alles Sachen, die gemacht werden müssen. Wo liegt das grundsätzliche Problem? Wir haben einen Sanierungsstau, der bezeichnet wird mit 400 Millionen. Wenn ich im Jahr 10 Millionen einsetze, um ihn zu beseitigen, dann ist ziemlich offensichtlich, dass das nicht geeignet ist, das Problem in absehbarer Zeit zu lösen. Ich habe Bauteile, die je nachdem, was das ist, in 15 bis 40 Jahren Ende ihrer Lebenszeit erreicht haben. Das heißt, so wie die Stadt Wiesbaden momentan saniert, verfällt das, was wir haben, zweimal wieder in der Zeit, in der wir es einmal saniert haben. Also es gibt ein strukturelles, finanzielles Problem und es gibt dafür erschreckenderweise nicht mal einen Vorschlag. Es gibt diese Liste von 30 Projekten, die geprüft werden sollten, wie dann eine Sanierung stattfindet. Und es gibt eben nicht mal für diese 30 eine Finanzierung. Das wirft, finde ich, ein schlechtes Licht auf die Wertschätzung, die man den Schülern letztlich zukommen lässt, die da lernen müssen. Aber es ist auch ganz eindeutig wirtschaftlich eine katastrophale Entscheidung. Weil das, was wir in so einem Gebäude haben, das ja Gott sei Dank in einem guten Zustand ist, das neu ist, das geht wirklich vor die Hunde, wenn ich nicht regelmäßig investiere. Also wenn ich nicht regelmäßig das saniere, was gemacht werden muss, dann wird das, was uns allen als Bürger der Stadt Wiesbaden ja gehört, wird einfach ruiniert. Also insofern ist es nicht nur ein Problem der Schüler oder der Eltern, die da mitmachen, sondern es ist eigentlich eins, das für ganz Wiesbaden von Bedeutung ist. Und komme ich jetzt auch dazu, was ich mir von dieser Veranstaltung erhoffe. Also erstens hätte ich gerne, dass dieses Problem so deutlich und vielleicht von denen, die es genau wissen, noch deutlicher dargelegt und anerkannt wird. Und dass diejenigen, die verantwortlich sind oder die irgendwann Verantwortung tragen, der insofern gerecht werden, als sie ein transparentes, nachhaltiges Konzept entwickeln, wie sich das denn irgendwann mal lösen kann. Und irgendwann heißt nicht ein Plan, wie ich über die nächsten 2 Jahre komme, sondern einfach ein Konzept, wie ich das langfristig in den Griff kriege. Ja, vielen Dank, Herr Böhne. Ich wollte noch erwähnen, was Sie eigentlich für einen Beruf haben. Sie sind Architekt vom Beruf, also Sie kennen sich auch ein bisschen aus, wie das ist, wenn man ein Haus nicht saniert oder renoviert. Noch keinen Beruf hat Luisa Frankenbach. Mich würde mal interessieren, wie das Ganze eigentlich aus Schülerperspektive wahrgenommen hat. Schüler sind ja manchmal unglaublich duldsam, aber ich nehme jetzt wahr, wenn die Schüler sich aktiv einschalten, ist es dann oft mit der Geduld vorbei. Wie nehmt ihr Schüler denn die Situation wahr und welche Klagen werden denn an den Stadtschülerrat beispielsweise herangetragen? Ja, also ich habe mich mit mehreren Schülern über das Thema lange Zeit unterhalten, denn mittlerweile fängt der Stadtschülerinnenrat Wiesbaden an, Anträge zu schreiben, sich mit Schulleitern und Schülern zusammenzusetzen, was eigentlich alles falsch ist und wieso nichts passiert. Bei den Schülern ist kein Verständnis mehr da und mittlerweile fangen wir Schüler auch einfach an jeglicher Wertschätzung an unserer Generation zu zweifeln. Denn wir verbringen mittlerweile zum Teil 2/3 unseres Tages in Schulgebäuden, in denen enorme Sicherheitsrisiken und auch enorme Gesundheitsrisiken herrschen. Nicht nur, dass es gefährlich ist, uns Schülern nimmt dies auch jegliche Motivation, in einem Raum zu sitzen, wo über uns wortwörtlich die Decke zusammenbricht. Und ich denke, dies ist einfach auch im Hinblick auf eine Schule, auf eine Ganztagsschule, die einen Lebensraum bieten soll, einfach der komplett falsche Weg. Denn hier sollen soziale und intellektuelle Kompetenzen gefördert werden. Dieses mit den aktuellen Problemen, die wir nun mal haben, absolut nicht der Fall. Und es kann nicht sein, dass es die Aufgabe der Schüler oder auch der Schülervertretung ist, dafür zu sorgen, dass wir in Gebäuden sitzen, die Sicherheitsstandards bieten, was momentan einfach an den meisten Schulen nicht mehr gewährleistet werden kann. Und ich finde, wenn Schüler anfangen zu fragen, wieso Rhein-Main-Hallen neu saniert werden, während sie eine marode Überdachung über dem Kopf haben, Schulgebäuden. Ich
weiß nicht, ob sie auch zwei Drittel ihres Lebens an der Schule verbringen, aber auf jeden Fall auch viel Zeit. Michael Zeitz ist nämlich, ich meine, wenn er ein Gesamtpersonalratsvorsitzender ist, ist er natürlich auch Lehrer, und zwar an dieser Schule, unter anderem für Politik und Wirtschaft, Biologie und noch ein grauenhaftes Fach, was ich... Ein wunderbares Fach, Chemie. Ja, ich wusste, ein grauenhaftes Fach, was mir nie so richtig Spaß gemacht hat. Was fordert denn, also es geht ja gar nicht darum, was der Gesamtpersonalrat, weil Sie sprechen, glaube ich, auch für die Interessen der Schulen als solches, beziehungsweise der Eltern und der Schüler. Was ist denn die Forderung? Was möchten Sie? Also wir haben ja die Politik hier, wir haben fast alle Fraktionen da, die das auch mehrheitlich dann entscheiden können, wenn es um Geld geht. Was wollen Sie? Ich verstehe ja, dass Sie meine Antwort etwas abkürzen wollen, aber die 2 Minuten werde ich ja mindestens haben. Und ich möchte zunächst mal fragen, wenn die Verantwortlichen oder die Mitverantwortlichen für die Misere an unseren Schulen die Bilder sehen, die vorhin hier in Schleife gelaufen sind, was empfinden die da? Das ist doch beschämend, oder? Ich weiß, dass sie nicht allein dafür verantwortlich sind oder vielleicht auch nur am Rande, dass Frau Scholz sehr viel gemacht hat, um jeden Euro zu verbauen, den sie bekommen hat. Aber Tatsache ist doch, Politiker müssen Lösungen bieten. Da muss doch irgendein Plan da sein. Es kann doch nicht sein, dass wir einen Sanierungsstau von 400 Millionen haben, wie Herr Böhne gesagt hat, der täglich wächst, und dann wird mit 10 Millionen Euro pro Jahr versucht, da irgendwas zu reißen. Das ist absurd. Das ist absurdes Theater, das ist Warten auf Godot. Das kennen wir hier am Gymnasium am Mosbacher Berg auch sehr gut. Unser Auger hier ist gut. Wir haben vorhin gesehen, die Technik funktioniert nicht so ganz. Liegt auch beim Schulträger. Die Ausstattung ist da nicht optimal, aber hier können wir die Aula wollen uns nicht beschweren. Aber haben Sie mal den Verwaltungstrakt gesehen? Und das betrifft wirklich die Arbeitsbedingungen der Lehrer. Der sollte 1986 schon saniert werden. Und wir werden ständig vertröstet. Ich sage, warten auf Godot. Ja? Wie soll das weitergehen? Da muss doch definitiv eine Lösung werden. Und es war vorhin die Rede, Luisa hat es gesagt, von der Wertschätzung, die der jungen Generation gegenüber entgegengebracht wird. Wir sind in der Verantwortung der jungen Generation, bestmögliche Lebensbedingungen und bestmögliche Lernchancen und Zukunftschancen zu bieten. Und das haben wir versagen, kläglich, das ist peinlich. Das kann ich anders einfach nicht sagen. Aber dort gilt das geflügelte Wort, in Finnland sicher auch. Ein Kind hat 3 Lehrer. Der erste Lehrer sind seine gleichaltrigen Mitschüler. Der zweite Lehrer ist der Lehrer. Und der dritte Lehrer ist der Raum. Und sehr schön formuliert hat das nochmal das Netzwerk Archiv der Zukunft, organisiert von dem Journalisten Reinhard Kahl, kennen Sie sicher. Der hat eine Tagung organisiert zur Ausstattung und den Räumen von Bildungshäusern, und in der Abschlusserklärung heißt es, die Schönheit von Schulen und anderen Bildungshäusern ist nicht bloß Kunst am Bau, ist kein pädagogisches schöner Wohnen und schon gar keine Kuschelpädagogik. Ihre Schönheit ist Ausdruck unserer Haltung gegenüber Kindern. Schönheit ist ansteckend, verwahrlosend auch. Genau, brauchen Sie denn immer schon mal 2 Minuten, Herr Zeiss? Ja, gut, aber Herr Böhne hat auch eine mehr. Also eine auch als Vertreter der Lehrer. Die sind ja auch nicht ganz unwesentlich, denn wenn wir schlechte Arbeitsbedingungen haben, dann können wir auch keinen guten Unterricht vorbereiten. Davon abgesehen gilt die mangelnde Wertschätzung nicht nur den Schülern, sondern offensichtlich auch den Lehrern. Und mangelnde Wertschätzung schadet der Autorität und dem Lernerfolg, das ist nachgewiesen. Umgekehrt lernt es sich in guten Räumen einfach besser, die Erfolge sind größer. Und da ist das nächste Grundproblem selbst, es ist nicht nur eine Frage des Anstands für unsere Generation, junge Generation ordentlich zu sorgen, es ist auch eine Frage der wirtschaftlichen Vernunft und des Eigeninteresses. Es gibt keine Investition, die höhere Renditen bringt als die in die Bildung. 8-12% Rendite bei aktuell 1%, was Kredite kosten. Hallo?
Also besser geht's nicht. Die Forderung ist ja, die Forderung ist, die liegt doch auf der Hand. Der hat Herr Böhne schon formuliert. Es ist doch klar, was ist der Plan? Wir wollen konkret wissen, wie wollen Sie diesen Sanierungsstau von 400 Millionen beseitigen? Wollen Sie die Einnahmen erhöhen? Grundsteuer, Gewerbesteuer, was weiß ich? Wollen Sie Grundstücke verkaufen? Wir bitten um einen Plan. Und wenn es, und wollen Sie Kredite aufnehmen? Ich weiß, Schuldbremse und so weiter, das sind immer die anderen Schuld. Aber was können Sie als Kommune machen? Was können Sie als Kommune machen? Und wenn Sie nichts machen können, dann müssen Sie mit uns am 16.06. auf den Schlossplatz gehen, zur Kundgebung, Schulen sanieren und so fort. Da lade ich jetzt auch schon für ein. Und der Landesregierung Dampf machen. Es kann so definitiv nicht weitergehen. Also ganz konkret, was ist Ihr Plan, um diesen Sanierungsstau zu beseitigen und bis wann ist er abgebaut? Vielen Dank. Frau Scholz, als Schuldezernentin, ich weiß, Sie sagen es selbst auch immer gerne, ich nehme es vorweg, Sie waren selbst Lehrerin, Sie kennen, wie eine Schule aussehen kann und darf und soll. Sind es tatsächlich A, diese 400 Millionen, die nötig sind, um die Schulen Stand heute wieder auf Vordermann zu bringen, ist die eine Frage. Und wie viel Geld wäre auch dauerhaft nötig, um die Schulen so in Stand zu halten, dass sie nicht an Wert verlieren? Ja? Vielen Dank, Herr Körper, meine Damen und Herren. Ich würde ganz gerne damit beginnen, was wir gemacht haben. Wir haben seit 2008 bis heute 200 Millionen verausgabt. Das sind Mittel, zum Beispiel jetzt 2015 haben wir alleine 47 bitte abgearbeitet. Und zwar die sind entweder geplant, wir haben weitere verausgabte Mittel oder wir haben Mittel, die schon ausgegeben worden sind. Das sind gebundene Mittel und ich habe nur noch Reste, die wir dann als Restrisiko behalten, um dann Dächer, Heizung oder Ähnliches umsetzen zu können. Wenn diese Risikomaßnahmen nicht gemacht werden müssen, setzen wir die Gelder trotzdem bis Ende des Jahres um. Das heißt also, ich habe niemals Restmittel. So, zu Ihrer Frage, für diese 200 Millionen haben wir ungefähr 70 große Maßnahmen umgesetzt. Und wenn ich das jetzt runterbreche, wenn ich die Anzahl der Jahre nehme, ist es schon notwendig, 30 Millionen bis 50 Millionen zu haben, um entsprechend die Maßnahmen, die jetzt vorgesehen sind, die geplant sind und die wir auf der Schulbauliste haben, umsetzen zu können. Wie sieht das denn aus mit dem Wertverlust? Also wenn wir jetzt überlegen, wie viel Sie sprachen von der Schule, Sie sprachen vom verwaltungstaktischen 86 hätte saniert werden müssen. Also ein Gebäude wird ja unsaniert, ja in der Qualität nicht besser, sondern irgendwann verliert ja die Bausubstanz an Wert und das können Sie dann teilweise mit Sanierung gar nicht mehr richtig aufholen. Was ist denn der Wertverlust? Gibt es da eigentlich eine Betrachtung dazu? Also gut. Also ich glaube schon, dass es Betrachtungen gibt, die müsste man abfragen, was klar ist, das weiß jeder, der ein eigenes Haus hat, dass so ein Haus immer wieder saniert werden muss. Also man hört ja nie auf, an einem Privathaus zu arbeiten und immer wieder neue Dinge einzusetzen und selbstverständlich ist das an Schulen ganz genauso notwendig. Ist das mal beziffert worden, wie viel der Wertverlust ist, weil die Stadt zu wenig, das ist ja kein aktuelles Problem, sondern das ist ja über Jahre hinweg jetzt aufgelaufen, weil die Stadt zu wenig Geld zur Verfügung gestellt hat? Die Stadt hat zu wenig Geld in den letzten 30 Jahren, würde ich sagen, zur Verfügung gestellt, um Sanierungen durchzuführen. Wir haben ja jetzt an manchen Schulen ein Mieten macht Schule-Projekt, wo dann die Wiebau zum Beispiel das Schulprojekt übernimmt und auch betreibt, sodass wir dann nicht in die Situation kommen, zum Beispiel in einem Zeitraum für 30 Jahre, und dass wir dann nicht in die Situation kommen, dass wir diese Schulen sanieren müssen, sondern weil die von dem Betreiber dann immer instand gehalten wird. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Herr
Herr Gehrig, Frau Scholz hat jetzt eine stolze Summe genannt, 30 bis 50 Millionen. Das ist weit von dem entfernt, was der Kämmerer als Eckwerte vorgesehen hat. Also sind pro Haushaltsjahr sind es etwa einmal 5 Millionen für Investitionen und einmal 5 Millionen für Instandhaltung. Da kann man, glaube ich, so ein bisschen rumschieben, aber es sind am Ende nicht mehr als 10 Millionen Euro. Wenn man überlegt, die Fliebner-Schule, die Neubauten, die da eigentlich geplant sind, glaube ich, liegen bei 22 Millionen, sind wir da schon. Das heißt, mit einer einzigen Schule wäre schon der Etat, würde der Etat schon nicht mal ausreichen der nächsten zwei Jahre, also des Haushalts, des Doppelhaushaltes. Herr Gerich, meine Frage an Sie, was wünschen Sie sich denn? Halten Sie diese Eckwerte für ausreichend, die der Kämmerer vorgesehen hat? Nein, die Eckwerte sind natürlich nicht ausreichend. Und will an der Stelle vielleicht auch nochmal betonen, dass wir hier alle auf derselben Seite der Medaille stehen, weil natürlich die Kollegin Scholz wie auch ich sehen, dass wir dort ein Problem haben. Ich will aber vielleicht noch mal zum Stand der Haushaltsplanberatung sagen, wo sind wir denn jetzt? Im Moment erarbeitet gerade auf der Grundlage der Zahlen des Kämmerers die Verwaltung die Vorlage, den Kämmererentwurf, der dann in die politische Diskussion kommt. Wir sind innerhalb der letzten beiden Doppelhaushalte immer aufgrund von politischer Schwerpunktsetzung während der politischen Diskussion im Parlament immer mit besseren Investitions- und Instandhaltungseckwerten aus der politischen Diskussion gekommen, wie wir mit dem Kämmererentwurf in die Diskussion gegangen ist. Was jetzt neu ist, dass wir so früh, und ich finde das auch gut, weil es sehr transparent ist, so früh und so offen kommunizieren, dass unsere Eckwerte übrigens nicht nur im Schulbereich, das will ich auch sagen, der Werteverzehr, den Sie eben angesprochen haben, trifft ja die gesamte städtische Infrastruktur. Das betrifft auch unsere Verwaltungsgebäude, das betrifft unsere Straßen, das betrifft unsere Kitas und was nicht alles mehr. Dass wir an dieser Stelle, ist auch bekannt, zu wenig Geld im System haben. Deswegen muss die Diskussion sein, zum einen, was kann die Kommune selbst tun, da bin ich ganz beim Herrn Zeitz, da wird uns sicherlich das eine oder andere einfallen in der Diskussion, bis hin zum November, wo wir den Haushalt beschließen wollen. Aber an dieser Stelle, und das ist gar kein Wegschieben, sondern es ist einfach so, was ich merkwürdig finde und wo ich einen Fehler im System sehe, es kann nicht sein, dass Herr Schäuble im Bundeshaushalt über Milliarden Überschüsse klagt und in den Kommunen die Schulen zusammenfallen. Da muss man auch im System arbeiten. Natürlich haben wir in der Kommune eine eigene Verantwortung als Schulträger, aber wenn wir dann noch dazu nehmen, dass das Land Hessen uns fast 400 Millionen aus dem kommunalen Finanzausgleich entzogen hat in den letzten Jahren, dann weiß man auch, was uns an Mitteln fehlen und das noch in Verbindung damit, dass wir aufgrund der Schuldenbremse ausgeglichene Haushalte vorlegen müssen, um überhaupt eine Haushaltsgenehmigung zu bekommen. Nur für Sie zur Erinnerung, Sie alle werden es gelesen haben, den letzten Doppelhaushalt, also 14, 15, der noch läuft, durften wir planen mit einem jährlichen Defizit von etwa 20 Millionen Euro. Wir müssen jetzt eine Null vorlegen. Also allein daraus, aus dieser Systematik, ergibt sich schon eine Deckungslücke von über 40 Millionen Euro. Das ist also eine Riesenaufgabe, die wir hier zu schultern haben, worauf wir auch noch nicht die letzte Antwort haben. Ich habe gesagt, und das zum Thema Schuldenbremse, zu der ich, was die laufenden Verwaltungsausgaben angeht, hundertprozentig stehe. Was ich nicht verstehe und was auch mit dem Innenminister zu diskutieren sein, ist, man muss bei den derzeit so günstigen Zinssätzen einfach die Möglichkeit schaffen, dass wir für Infrastrukturinvestitionen auch Kredite zusätzlich aufnehmen können. Das war schon ein konkreter Lösungsansatz, zusätzliche Kredite aufnehmen. Zu der Zahl, die Frau Scholz genannt hat, haben Sie jetzt so keinen Bezug genommen, 30 bis 50 Millionen. Sie haben das so gesagt, naja, wir sind ja erst am Anfang der Haushaltsberatung, wir sind immer mit mehr am Ende rausgekommen, als wir reingegangen sind. Aber glauben Sie ganz ehrlich, dass pro Jahr aus den 10 Millionen dann 50 Millionen werden, wie Frau Scholz es sich wünscht? Das wird im nächsten Doppelhaushalt, glaube ich, nicht zu erreichen sein. Es sei denn, man kriegt tatsächlich so ein Sonderinvestitionsprogramm hin nach der Diskussion mit dem Innenminister, worüber ich mich sehr freuen würde. Ich würde sagen, dass wir für Investitionen und Instandhaltung, da ist die Zahl nicht falsch. Sie wird oberhalb von 30 Millionen liegen, aber ich glaube auch deutlich unterhalb von 50. Also das müsste man sich in der Tat mal sehr genau anschauen. Wir können halt immer nur für zwei Jahre planen. Ich bin beim Herrn Zeitz, also wo ist der Plan, ab wann haben wir das abgearbeitet? Das können wir halt nicht. Das ist einfach schlichtweg aufgrund der Haushaltssystematik nicht erlaubt. Wir können uns einen 10-Jahres-Plan ausdenken. Ob wir den dann durchfinanzieren können und die Rahmenbedingungen dafür stimmen, das können wir natürlich am Anfang von so einer Diskussion leider nicht. Sie sind ja als Oberbürgermeister nicht weisungsbefugt, sondern Sie sind ja auch von den Entscheidungen des Stadtparlaments abhängig. Auch der Haushalt wird ja vom Stadtparlament beschlossen. Aber Sie können uns vielleicht sagen, wir wissen, der Haushalt insgesamt, die Begehrlichkeiten sind größer als das Geld, was da ist.
Jetzt haben wir ja die ganzen verschiedenen Fraktionen. Wie kriegen wir denn die dazu, dass sie das Geld lieber für Schulen ausgeben, als für, das finde ich gemein, für Kultur, für Soziales, für Schwimmbäder, dafür sind sie zuständig übrigens, für Sicherheit auf den Straßen, durch die Ordnungspolizei. Wie kriegen wir die dazu, dass die da den Schwerpunkt setzen? Was schlagen Sie vor? Schauen Sie, der Schwerpunkt zum einen des Ausbaus der Kinderbetreuung, der Schulsanierung, das machen wir ja schon seit 2011. Das ist ja nicht so, als wenn wir da nichts tun würden. Die Kollegin Scholz hat die Zahlen genannt, die im Übrigen richtig sind. Das heißt, wir schaffen alles richtig gemacht, Frau Scholz. Ja, natürlich. Das gehört ja auch mal dazu. Man muss auch mal ein Lob aussprechen. Es ist auch wichtig, dass die Kollegin Scholz wirklich jeden Euro ausgibt, den sie hat, manchmal auch noch einen mehr. Wir wissen das, aber ich glaube, das muss man an der Stelle erklären, weil Sie halten das ja für Quatsch, dass man Geld ausgibt, was man hat. Das war nicht immer so, das kann man an der Stelle auch mal sagen. Es ist nicht immer geglückt, das Geld, was für Schulsanierung zur Verfügung stand, auch zu verbauen. Das ist, das waren auch Versäumnisse der Vergangenheit. Das ist so, aber um Ihre Frage zu beantworten, wie kriegen wir das hin? Schauen Sie, so eine Veranstaltung wie hier heute, die hilft mit Sicherheit. Auf der anderen Seite will ich wirklich... Ich glaube nicht, dass es auch nur eine einzige Fraktion im Stadtparlament gibt, die das nicht weiß. Also, dass wir dort ein Problem haben. Wir wissen das alle gemeinsam. Und ich werde eine Diskussion der parlamentarischen Gremien sicherlich nicht vorgreifen, indem ich jetzt einen Vorschlag mache, wie man die rumkriegen könnte. Ja, vielen Dank, Herr Gerlich. Die Fraktionen sind letztendlich gefragt, auch mit Vorschlägen und auch Ideen, wie das Geld denn zustande kommt. Weil uns nutzt ja nichts, dass alle mehr Geld wollen, sondern am Ende muss ja auch einfach mehr Geld da sein und das gilt es zu beschließen. Fangen wir doch mal mit der derzeitigen Opposition im Stadtparlament an. Sie haben es ja einfach, Sie können ja alles fordern und beschließen muss es ja hauptsächlich die Große Koalition, Frau Andes-Müller. Was wollen denn die Grünen, was ist die Forderung? Vielleicht haben Sie auch schon konkrete Forderungen, wie viel Geld man für die Schulen zur Verfügung stellt. Und wo das Geld herkommt, das müssen wir leider auch erklären, weil wir müssen es ja abprüfen können, ob Ihre Ideen auch realistisch sind. Auch Sie kriegen was zu den 2 Minuten. Also bei uns müssen Sie keine offenen Türen, also beziehungsweise müssen Sie offene Türen einrennen oder brauchen Sie nicht weiter Türen einzurennen, um Prioritätensetzung in der Schulbauförderung und Sanierung zu erreichen. Das haben wir in den letzten 5 Jahren eigentlich immer gefordert. Das haben wir auch in den Haushaltsberatungen immer gefordert. Wir wollten auch immer eine Prioritätensetzung genau auf diesem Thema. Unsere Forderungen beliefen sich auch wesentlich mehr als das, was da tatsächlich genehmigt worden ist. Nennen Sie mal eine Summe, die Sie jetzt fordern. Also ich würde mal sagen, wir haben bis jetzt immer 50 Millionen gefordert, die allein für die Sanierung mit zugesetzt werden müssen. Ich denke, das ist eine realistische Sache. Weil man muss beachten, es muss auch umgesetzt werden können. Und ich denke, bei insgesamt 100 Millionen wäre da wahrscheinlich tatsächlich Ende. Aber wie gesagt, das fordern wir seit 5 Jahren. Wir haben auch immer Gegenvorschläge gemacht, wie man es finanzieren kann. Wie sieht jetzt die Gegenfinanzierung für die Zukunft aus? Da haben wir uns jetzt noch nicht die Gedanken gemacht. Wir werden das allerdings vermutlich genauso begründen wie in den letzten Jahren, weil an den Projekten, die wir vorgeschlagen haben, ist nicht so arg viel verändert. Aber sind ja ideenreich. Nennen Sie mal ein paar Bereiche, wo das Geld herkommt. Einnahmen erhöhen, wo könnte man sparen? Einnahmen erhöhen, es gibt angeblich eine Summe an Forderungen, die Stadt Wiesbaden übertritten hat. Die sollten jetzt mal eingefordert werden. Es gibt verschiedene einzelne kleine Sachen. Aber das Geld gehört der Stadt doch eh. Die Forderung gegenüber Dritten, das ist ja kein zusätzliches Geld für die Stadt. Das Geld ist ja im bereits bestehenden Haushalt als Einnahme gebucht. Das Geld ist ja nur noch nicht eingegangen. Ja, aber das würde ich halt auch noch nicht ausgeben. Okay. In die Diskussion steigen wir dann später nochmal ein. Okay, haben Sie noch... Zusätzlich zu den Zahlen, die jetzt vorhin schon genannt worden sind, muss ich einfach auch mal sagen, ausgegeben wurde durchaus schon Geld für die Schulen. Allerdings sind da eine ganze Reihe aus dem Sonderkonjunkturprogramm mit dabei. Was eben von Bund und Land mit dazu gekommen ist, das hat die Stadt eben nicht alleine gestellt. Wie gesagt, wir waren immer mit Forderungen da, sie wurden immer einfach abgelehnt, man hat also nicht mal einen Kompromiss gesucht. Den Vorwurf zu machen, wenn gesagt, wir hätten da nichts gemacht, das geht so nicht. Das haben wir nicht gesagt. Frau Spruch,
Sie gehörten dann zu denen, wenn Frau Andersmüller sagt, unsere Vorschläge, 50 Millionen hat Frau Andersmüller genannt, wurden immer abgelehnt. Sie sind Mitglied der Großen Koalition für die CDU. Warum haben Sie denn so wenig Geld bisher bewilligt und wie sieht Ihre Antwort für die nächsten Jahre aus? Also ich glaube, wir müssen ja heute Abend schauen, wir haben zwei verschiedene Ebenen. Wir haben einmal die Schulebene, ich bin ja auch schulpolitische Sprecherin und nicht die finanzpolitische Sprecherin. Das ist schon mal ein signifikanter Unterschied. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass Frau Scholz auch dargestellt hat, dass wir 200 Millionen in ihrer Amtszeit komplett verausgabt haben, dass sie gebunden sind, dass sie abgearbeitet werden. Natürlich kann ich auch all diejenigen verstehen, die sagen, diese 200 Millionen haben mich nicht erreicht. Insofern bringt es mir an dieser Stelle nichts. Wir haben eine ganze Reihe an Schulen, die jetzt auf der Tagesordnung stehen. Und ich glaube schon, dass wir das angehen sollten. Man muss sehen, wie man das realistisch angeht. Sowohl Herr Zeitz, wir sind ja selten einer Meinung mit der GEW, aber an der Stelle haben Sie recht, der Oberbürgermeister hat es auch genannt. Man muss sicherlich die Frage stellen, kann man den Kredit aufnehmen, auch im Rahmen der Schuldenbremse. Die Schuldenbremse ist, und das möchte ich an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen, 2010 auf dem Gesetzentwurf basiert, der durchaus von allen Fraktionen im Landtag außer der Linken an der Stelle mitgetragen wurde. Das heißt, 2011 wurde man darüber abgestimmt durch die Bürgerinnen und Bürger. Das wurde sehr breit angenommen, so dass wir da jetzt schauen müssen. Ich gucke aber, und das macht der Oberbürgermeister ja regelmäßig auch, einfach mal im Land, wie sieht es aus, was machen andere. Mein Blick ist auf die Bergstraße gefallen, sage ich an der Stelle sehr deutlich. Die Bergstraße hat in den letzten 12 Jahren 327 Millionen investiert, steht auch natürlich in der Schuldenbremse und steht als Schutzschirmkommune da, über das Landkreis. Ich sage, das kann ich natürlich als Schulpolitikerin sagen, müssen wir das auch in den Finanzrahmenbedingungen bringen. Natürlich ist eine Summe von 50 Millionen per anno, also für den Doppelhaushalt von 100 Millionen, eine Größenordnung, die sehr, sehr wünschenswert wäre. Jetzt müssen wir gemeinsam schauen, wie wir das hinbekommen. Dann hat er natürlich auch eben die Frage gestellt, wir haben aber eine Gesamtsumme da. Dann lassen Sie uns doch gemeinsam zumindest das politische Signal setzen von der kommunalen Ebene. Wir möchten ein Schulbauprogramm Wiesbaden 2025, was wir politisch darstellen, was wir sagen, da stehen wir dahinter und wir gemeinsam, völlig unideologisch, darüber reden, wie wir das umsetzen können. Das ist nicht ganz so einfach, das hört sich jetzt einfach an, wie es gesagt wird. Vielen Dank, aber ich muss jetzt noch mal nachpassen. Ich sag mal, mir ist zu oft das Wort wünschenswert gefallen. Weil wünschenswert lässt immer offen, wir sitzen alle hier und finden es wünschenswert, dass die Schulen saniert werden. Von Ihnen erwarten wir aber, glaube ich, dass Sie uns sagen, wie wir das auch wirklich hinkriegen. Dass es wünschenswert ist, wussten wir ja schon. Aber wir wollen, glaube ich, konkrete Antworten haben. Also auch mal eine Idee. Nein, das ist ja eine Idee, die ich durchaus genannt habe. Lassen Sie uns über die Kredite reden mit dem Land. Der Oberbürgermeister, der Kämmerer, denke ich, werden sich da gegenüber dem Innenminister auch für die Stadt gemeinsam sehr, sehr intensiv einsetzen, auf ihn zugehen. Wenn es die Bergstraße kann, möchte ich eine Erklärung haben, auch wenn es eine andere Aufsichtsbehörde ist, warum wir das an der Stelle gleich nicht können. Ich möchte nur, Frau Spruch, wenn ich kurz unterbrechen darf, ich möchte nur die Situation vermeiden, dass wir jetzt sagen, in einer gemeinsamen Initiative, das Land muss es jetzt richten, das Land hat ja die Schuldenbremse und die müssen uns die Kredite erlauben. Was ist denn, wenn das nicht funktioniert? Also ich möchte verhindern, dass wir dann sagen, ja, das Land hat es uns nicht erlaubt und jetzt bleiben wir bei 10 Millionen im Jahr. Also was ist denn das, was die Kommune aus ihrer eigenen Kraft heraus, ohne aufs Land angewiesen ist, selbst stemmen kann und was ist realistisch? Nein, ich habe nicht gesagt, das Land ist dann daran schuld, das ist ein Unterschied, sondern ich habe gesagt, man muss natürlich mit dem Land sprechen. Das heißt nicht, dass ich gegenüber dem Land gehe und sage, es ist schuld. Wir haben auch durchaus vom Kämmerer noch die Frage offen, auf die wir als Beantwortung warten. Es sind ja durchaus die Fragen der Strukturreform zwischen Bund, Ländern und den Kommunen angesprochen worden. Die AG Eckwerte hat vor einem Jahr darum gebeten, dass da tatsächlich dargestellt wird, wie hoch dieses strukturelle Haushaltsproblem ist und wie das dargestellt werden kann. Ich glaube, da sind Ansatzpunkte. Wir werden über Streichungen reden müssen in anderen Bereichen. Das bedeutet aber eine Schwerpunktsetzung. Und wir werden auch darüber reden müssen, wie man Einnahmen stärkt. Aber ich sage das nochmal, wenn wir einen Kredit aufnehmen, dann reden wir ja nicht darüber, dass wir über die 100 Millionen reden, sondern wenn wir über 100 Millionen reden, reden wir über eine Summe über 6 Millionen, die ungefähr zurzeit realistisch abzutragen werden. Und ich glaube, diese Summe können wir miteinander gemeinsam stemmen, wenn wir das möchten und wir dazu einen Weg finden. Herr Manjura, Sie gehören mit zur regierenden Koalition für die SPD.
Glauben Sie, dass das Land eine Lex Wiesbaden erlassen wird, die da heißt, ihr dürft jetzt mehr Kredite aufnehmen? Oder wo, oder vielleicht können Sie es konkreter machen, wo nimmt denn Wiesbaden sonst das Geld her? Ja, es gibt an der Stelle zwei Möglichkeiten. Ich meine, die Schuldenbremse, das wurde ja mehrheitlich beschlossen, das ist ja schon angesprochen worden. Ich kann jetzt nicht dafür rühmen, dass ich dagegen gestimmt habe, aber das war eine andere Debatte. Wurde damit begründet, dass jedes Auto hat eine Bremse. Bremse ist gut, Schuldenbremse ist auch gut. Deswegen haben wir heute zugestimmt. Jetzt haben wir den Salat, das mag jetzt nicht jedem passen. Wir müssen uns aber dazu verhalten und damit umgehen. Ich glaube, dass die Schuldenbremse dann ein Absurdum geführt wird, wenn das eigentliche Argument, das vorgetragen wurde, nämlich dass unsere Kinder noch finanziellen Gestaltungsspielraum haben sollen, dann tatsächlich ins Leere läuft, wenn die Schulen noch kaputter sind, die Straßen noch kaputter, die Bürgerhäuser noch kaputter, die Schwimmbäder geschlossen werden. Insofern müssen wir mit dem Land selber auch begründen, warum wir dort den Schwerpunkt setzen wollen, warum wir Niedrigzinszeiten jetzt dieses Programm angehen wollen. Und wenn wir das gut begründen, dann will ich das Land sehen, dass uns das nicht erlaubt. Aber wie beweglich ist denn die Kommune jetzt? Ja, ganz ohne das Land und ohne Kredite, wovon reden wir? Was ist überhaupt noch die Verfügungsmasse? Also bevor wir ja sagen, wir verteilen jetzt 50 Millionen für die Schulen, wie beweglich ist die Kommune Wiesbaden noch? Na, wir haben ja nicht nur Investitionsstau und Mängel an Schulen, sondern auch an anderen öffentlichen Gebäuden. Insofern ist es jetzt einfach, ihn natürlich in die Schulen anzusprechen, weil jetzt auch das Publikum dazu da ist. Es wäre aber jetzt vermessen, dabei andere Dinge zu vergessen, die ihm schon gefallen sind. Wir haben einen sehr, sehr kleinen Spielraum und wir haben diverse Dinge anzugehen, weil der Herr Zeitz eben gesagt hat, schon auch angeschrieben. Das ist nur an einer Stelle, weil Verfassungslehrung ist sehr begrenzt. Wir haben als Schulträger die Verantwortung, dass unsere Kinder in Schulen lernen, die nicht so reinfallen. Und dann wird es auch irgendwann haftungsmäßig relativ schwierig, wenn wir dieser Verantwortung nicht nachkommen. Und dann müssen wir uns sehr gut überlegen, dass wir dieser Verantwortung nachkommen und dann das Geld dafür machen. So, wo kommt jetzt zusätzliches Geld her? Frau Spruch sprach schon von zusätzlichen Einnahmen. Haben Sie da schon Ideen in der Koalition? Wir hören ja schon Zweitwohnsitzsteuer. Wir arbeiten fieberhaft an zusätzlichen Einnahmen, weil wir sonst den Haushalt nicht gehoben bekommen. Und wenn wir ihn nicht genehmigt kriegen, dann haben wir Nothaushaltsrechte, das will auch keiner. Dann werden wir nämlich keine einzige neue Schule angehen. Insofern ist das Thema der Einnahmebasis und der Verbesserung der Einnahmebasis ein ganz großes. Wir erwarten ja auch Entlastungen der Kommunen durch den Bund. Hat die Große Koalition beschlossen. Ich kann dir gerne erwähnen, dass das auf Druck der SPD geschehen ist. Bis jetzt hat der hessische Finanzminister angekündigt, dass er dieses Geld einbehalten wird. Das wird für Wiesbaden bei einer Milliarde Entlastung etwa 6,5 Millionen Euro bedeuten. Wenn er dieses Geld oder wenn er seine Meinung an dieser Stelle ändert, 2017 wären es über 12 Millionen Euro, 2018 nochmal das Doppelte, dann würden wir auch Spielräume neu haben, um in diesem Bereich zu investieren. Das ist nur ein Beispiel, wo wir sofort ab 15 und 16 fortlaufen, wenn der hessische Finanzminister mitspielt und eben keine klebrigen Finger hat, sofort Geld in unsere Schulen schicken können. Jetzt sind wir wieder beim Land gelandet, leider. Vielleicht hätten wir noch ein paar Landespolitiker einladen müssen. Herr Bohrer, die zweite Frage sollten wir hingehen. Gab es ja nicht weit, oder? Ja, wir bleiben noch einen Moment hier, mindestens bis wir einmal das Podium durchhaben. Herr Bohr, Sie haben ein Mikro, Sie haben das Glück. Sie haben jetzt die Große Koalition gehört, eigentlich hat mit Frau Andersmüller kein Dissens. Stimmen Sie voll zu oder haben Sie noch ein paar andere Ideen, wo mehr Geld für die Schulen herkommen könnte oder für die Stadt sparen könnte? Also die Schuldenbremse ist verankert in der Verfassung. Aber auch die Einnahmeverpflichtung des Staates ist verankert. Muss man genauso ernst nehmen, um eben Ausgaben im Bereich Bildung, Gesundheitswesen auch finanzieren zu können. Und da haben Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker die Möglichkeit, viel schärfer ihre eigenen Parteimitglieder zu kritisieren. Also vielleicht auch Oma Sagierich, nicht nur Herrn Schäuble von der CDU, sondern vielleicht auch seine Genossinnen und Genossen, die für eine Mehrheit sorgen im Bundestag für Herrn Schäuble. Das ist das eine, da können Kommunalpolitiker sehr aktiv sein, in Richtung, dass man eine verfassungskonforme Vermögensteuer wieder einführt, eine verfassungskonforme Erbschaftssteuer erhebt. Das würde Milliarden bringen und ein erheblicher Anteil könnte an die Kommunen durchgereicht werden. Das können Kommunalpolitiker machen. Auf der städtischen Ebene ist nur sehr wenig Möglichkeiten, was Steuern angeht, aber die Gewerbesteuerhebesätze könnten wir sofort wieder anheben, in Wiesbaden auf den Stand von 2001. Das habe ich mit meiner Fraktion, der wechselnden Fraktion, den ich angehört habe in den letzten 14 Jahren, bei jeder Haushaltsberatung immer wieder beantragt.
Leider hat die CDU-Mehrheit mit ihren verschiedenen Koalitionspartnern, FDP, Grüne, FDP, jetzt SPD, leider ist sie diesem Antrag nicht gefolgt, sonst wären uns nicht 150 Millionen Euro verloren gegangen. Da hätte man eine Menge sanieren können. Also wir können das jetzt sofort machen, dass wir bei der nächsten Haushaltsverabschiedung wieder auf wenigstens auf den Stand kommen bei der Gewerbesteuer und bei der Grundsteuer auf das Jahr 2001. Das ist eine Einnahmemöglichkeit. Die zweite Einnahmemöglichkeit ist durch die Durchforstung des Haushaltes nach vielen Events, die wir bezuschussen, wo eigentlich die Veranstalter genügend andere Einnahmemöglichkeiten haben, ich sag mal beide Sports mit 400.000 Euro oder eigenen Anreizen. Genau, das sind einzelne kleine Fische. Wenn man das addiert, sind es Millionenbeträge und Unterschied von den anderen Oppositionsfraktionen. Wie viele Millionen haben Sie denn durch die Streichung der Events zusammenbekommen, Herr Bohrer? Das kann ich nicht auswendig sagen, aber es war ein höherer einstelliger Bereich bei diesen den Millionen. Das bedeutet durchaus, dass hier verschiedene Schulen, wo es Anbauten und Sanierungen natürlich an mehr machen könnte. Und für 12 Millionen Euro Gewerbesteuerwiederanhebung kann man auch eine Menge machen. Und man kann auch eine Menge einsparen bei Schulinvestitionen. Ich mache es an einem Beispiel deutlich, eine Schule, die nicht draußen hängt, das ist eine kleine Auswahl von 30 Schulen, die dringend saniert werden müssen. Die Albert-Schweitzer-Schule, da wurde vor der Kommunalwahl 2001 Ortstermine gemacht, Proti gemacht und 2002 einstimmig festgestellt im Stadtparlament, die Pavillons aus den 60er Jahren, die kurzfristig für den Babyboom errichtet waren, sind einfach abgängig, die kann man nicht mehr sanieren, müssen ersetzt werden durch einen Neubau. Leider ist bis heute nichts passiert. Damals wurde der Neubau geschätzt, 2001, auf 10 Millionen D-Mark. Die Vorlage gestern zur Albert-Schweitzer-Schule schätzt den Neubau auf 14,5 Millionen Euro. In diesen 14 Jahren haben sich die Baukosten verdreifacht. Hätte man damals neu gebaut, hätte man eine Menge Millionen sparen können. Und jedem Jahr, wo die Albert-Schweitzer-Schule nicht saniert wird, sind es noch mehr Baukosten. Die sind deutlich höher als der Zinssatz von unter 1%, den man gegenwärtig für kommunale Kredite aufnehmen kann. Vielen Dank, Herr Bauer, für die Beispiele. Wir hatten es ja auch schon von dem Wertverlust, was passiert eigentlich, wenn man nicht baut. Es wird immer teurer werden, auch durch steigende Baukosten natürlich. Herr Stempel, das war jetzt die Linke. Schöner könnte man den Kontrast nicht herstellen. Sie sprechen für die FDP. Gewerbesteuererhöhung, da muss Ihnen kalt keine Schauer den Rücken runterlegen. Was hat er noch genannt? Erbschaftssteuer. Das ist doch für Sie eine Liste des Grauen, aber Sie müssen uns ja auch irgendwie erklären, wie man die Schulen saniert. Also zunächst mal, Herr Körber, bei dem Wetter läuft mir überhaupt nichts kalt den Rücken runter. Ich glaube, das zutiefst, aber Scherz beiseite. Also wir haben in der Vergangenheit davon abgesehen, die Gewerbesteuer zu erhöhen, im Hinblick darauf, dass die langfristigen Auswirkungen negativ sein könnten, gerade was die Finanzen angeht. Kurzfristig würde man mehr Einnahmen erzielen, das ist völlig klar. Nur mittel- und langfristig besteht die Gefahr, dass eben Unternehmen, Wirtschaftsbetriebe abwandern und letztendlich dann in der Folge sogar Mindereinnahmen erzielt werden, abgesehen davon, dass Arbeitsplätze verloren gehen könnten. Das ist jetzt. Da hat die IHK ja selbst zugegeben, dass das nicht nachweisbar ist. Also es ist eine reine These, dass das so ist. Ja, aber es ist die Frage, ob wir das jetzt unbedingt ausprobieren wollen, weil wir natürlich auch immer die soziale Verantwortung in den Vordergrund stellen. Jetzt werden Sie sagen, was wir doch nicht als FDP, doch auch wir. Wir führen im Stadtparlament auch die Debatten, wir wollen Arbeitsplätze hier vor Ort schaffen. Wir wollen letztendlich auch Geringqualifizierten die Möglichkeit geben, eine Beschäftigung zu finden. Das ist die Problematik. Und ich komme jetzt mal ganz FDP-mäßig daher. Gute Schulen sind ja ein Standortvorteil. Weicher. Und jetzt zum Punkt, wie können wir die Schulen sanieren und das finanzieren? Also da gibt es zunächst mal zwei wesentliche Maßnahmen. Die erste Maßnahme ist bereits angesprochen worden, nämlich, dass die vorhandenen Mittel überhaupt mal verausgabt werden. Das möchte Frau Scholz ungern hören und Herr Ehrlich wiegelt auch schon ab. Nur gibt es glücklicherweise einen Kämmerer mit dem Namen Axel Imholz, der der SPD angehört. Und
ich bin von der FDP, also wir haben jetzt nicht irgendwie eine Verschwörung hier in Wiesbaden geplant. Der Kämmerer der SPD gibt regelmäßig, das heißt quartalsweise, ein sogenanntes Investitionscontrolling aus, wo aufgeführt wird, wie viel der vorhandenen Mittel tatsächlich verausgabt worden sind. Ich habe die übrigens auch dabei, also die Behauptungen, die ich jetzt aufstelle, sind belegbar und da muss man ganz deutlich sagen, dass das Schuldezernat, wie leider auch das ein oder andere Dezernat, die vorhandenen Mittel schlicht nicht verausgabt. Wir haben noch, bezogen auf das Jahr 2014, hatten wir einen Gesamtbetrag verfügbar von 70 Millionen Euro und lediglich 30 Millionen Euro sind überhaupt verfügt worden, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, verausgabt wurde ein wesentlich geringerer Betrag. Das ist das eine Problem. Aber ich muss auch einräumen, damit das jetzt nicht falsch verstanden wird. Das bedeutet nur, die vorhandenen Mittel werden nicht schnell genug umgesetzt. Das heißt nicht, dass mehr Mittel zur Verfügung stehen, sondern dass einfach die vorhandenen Mittel nicht schnell... Dass es trotzdem zu wenig ist, das sagen Sie auch. Und jetzt komme ich zu der Frage, mehr Mittel? Ja, wir haben als Opposition, die wir nun mal leider sind, auch in den letzten Haushaltsberatungen, das heißt insbesondere für 2012, 2013, zusätzlich 20 Millionen beantragt an Zusetzungen für Schulsanierung nach der Prioritätenliste. Und da wurden uns von der Großen Koalition entgegengehalten, nein, wir müssen aber als Koalition Prioritäten setzen und die Schulen gehören nicht dazu. Ich habe das immer wieder betont, weil ich das unmöglich finde. Wir haben hier eine Diskussion und alle stellen sich so dar, sie haben ein großes Herz für die Schulen, sie möchten viel Geld investieren, aber wenn es dann wirklich mal zum Punkt kommt, das heißt die Haushaltsberatung geführt werden, dann werden die Oppositionsanträge, und nicht nur wir haben solche Anträge gestellt, es waren auch die Grünen, es waren auch die Linken, gehe ich gerne zu. Wir wählen ja nächstes Jahr neu, man hört es schon ein bisschen raus. Ganz ruhig, Frau Bob, das, Frau Scholz, Sie haben natürlich die Gelegenheit, das ist ja ein starkes Stück, 40 Millionen hat er gesagt, verbauen Sie einfach nicht. Wie kann denn sowas sein? Ich halte. Ich will das jetzt nochmal ganz deutlich sagen. Man kann Geld nur einmal ausgeben. Wir haben das Geld, was wir zu 2015 zur Verfügung haben, zu 93,7% ausgegeben, das sind klar. Lassen Sie Frau Scholz nur ausreden. Die Mittel sind gebunden. Einmal, weil wir die Projekte verplant haben, dann weil Projekte beauftragt worden sind und dann weil Projekte bereits abgerechnet sind und die Mittel ausgegeben worden sind. Und wenn Sie ein Haus planen und Sie haben Beauftragungen gemacht, Sie haben geplant, dann sind die Mittel gebunden und dann kann ich die Mittel nicht an anderer Stelle ausgeben. Da würde mir ganz schön der Kämmerer was sagen. Ich muss den Kämmerer an dieser Stelle auch in Schutz nehmen. Der weiß nicht, in unserem Dezernat haben wir die gebundenen Mittel. Und Herr Schlemp, ich hätte mich unheimlich gefreut, wenn Sie solche Dinge in die Welt setzen. Wenn Sie dann bei uns im Schuldezernat nachgefragt hätten, beziehungsweise wenn Sie im letzten Ausschuss letzten Donnerstag gewesen wären, wenn Sie dann gehört hätten, wie mein Finanzcontroller und der Bildungsplaner, der Landeshauptstadt Wiesbaden, Peter Kietz, sehr anschaulich dargestellt hat, wie das ist, und dass der etwas von Geld versteht, ich glaube, das ist mir kein Stadt hier bekannt. Danke für die Geschichte. Herr Scholz, wollen Sie das noch? Sie dürfen auch noch mal ganz kurz. Hat sie recht? Ja, sie hat recht, weil, aber sie haben beide recht. Das ist das Vermittelnde eines Oberbürgermeisters. Wir haben alle recht. Wir haben alle recht. Nein, weil der Herr Schlemp tatsächlich auf die bereits durch Rechnungslegung ausgegebenen Mittel hingewiesen hat. Aber natürlich klar ist, dass die Kollegin Scholz innerhalb ihres Budgets eine Maßnahme dann anfängt, wenn sie finanziert ist. Und in dem Moment, wo eine Baumaßnahme geplant oder finanziert ist, natürlich die kompletten Mittel bindet. Und es gibt eine Liste, 42 aktuelle Projekte, die in Abarbeitung sind, für die 47 Millionen Euro gebunden sind. Und das ist das, was sie vorhin gesagt hat. Sie hat nur noch 3 Millionen frei, die tatsächlich für laufende Notmaßnahmen, wenn irgendwo eine Heizung ausfällt oder sonst was, tatsächlich reserviert sind. Deswegen, beide haben recht. Das eine ist der Haushaltsvollzug und das andere ist die Haushaltsplanung. Ich glaube, das können wir nicht hinlassen. Das ist auch nicht zu nahe zu treten.
Mich interessiert an der Stelle nochmal was anderes. Wir haben Schulen, wenn ich an die Rudolf-Dietz-Schule denke, da ist ein ganzes Stockwerk gesperrt und das schon seit Jahren. Andere Schulen, Wilhelm-Leuchner-Schule, hat jahrelang ins Dach reingeregnet. Ich hoffe, dass es mittlerweile gemacht ist und nicht mehr reinhängt. Nur um viele, viele Beispiele. Wenn Sie sagen, Sie haben eine Notreserve von 3 Millionen Euro, was ist denn die Priorität, wenn ad hoc was auftaucht? Ich sage mal, Sie haben konkurriert, Sie haben keinen Klassenraum, Sie haben eine kaputte Heizung, Sie haben ein kaputtes Dach, Sie haben Brandschutzprobleme, in welcher, was ja auch relevant ist, vor allem wenn es tatsächlich mal brennt, ja, wenn Sie all diese Probleme haben, die sind ja alle auf dem Tisch, was hat denn nun Vorrang? Also in dem Fall haben wir bei der Leuchterschule das Dach gemacht für 1,1. Nein, ganz abstrakt. Wer hat, welcher Schaden hat Vorrang? Oder hat Vorrang, achso. Das Dach, wenn es reinregnet, müssen Sie das logischerweise machen. Sicherheitsmaßnahmen haben, stehen auf Platz 1. Und natürlich, wenn wir zusätzliche Schulräume brauchen, müssen wir das auch versuchen, alles zu lösen. Wir haben es bisher gelöst, aber wir brauchen mehr Geld, um es in Zukunft lösen zu können. All diese Notfälle, reicht das Geld überhaupt? 3 Millionen? Nein, das ist ja auch nur mein Risiko, was ich habe, um eine Heizung, die alleine 800.000 Euro kostet, unter Umständen, wenn sie ausfällt, dann auch ergänzen zu können. Natürlich reichen 3 Millionen nicht. Wenn wir übrigens 5 Millionen Euro für Instandhaltung haben, sind das ja bei 80 Schulen, die wir fast haben, sind das 16.000 Euro pro Jahr. Dann kommen Sie mit einer Heizung für 800.000 nicht weit, ne? Das ist richtig, ja. So, Herr Schemm, ein Satz. Herr Körber, leider sind nicht alle Sachen in einem Satz zu erklären. Dann machen wir. Aber ich bin auch in der Lage, einen Satz sehr lang zu gestalten und darf deswegen darauf verweisen, dass ich hier die Unterlagen habe, die der Kämmerer offiziell herausgegeben hat und die eine eindeutige Sprache sprechen, wo ganz klar gesagt wird, für das Jahr 2014 waren 70 Millionen verfügbar, davon sind nur 30 Millionen letztendlich verfügt worden. Und dann für das erste Quartal 2015 ist der Betrag dann auf 90 Millionen angestiegen. Die Verfügungsquote ist jetzt nicht wesentlich gestiegen. Und das Problem ist ganz einfach, dass hier verschiedene haushalterische Begrifflichkeiten wunderbar durcheinander gewürfelt werden. Fakt ist, nicht all das vorhandene Geld ist bereits verausgabt worden und damit in den Projekten umgesetzt worden. Das ist das eine Problem. Sie haben das unter dem Stichwort Beschleunigungsprogramm von früher schon mal angesprochen, wie man eben Abhilfe schaffen könnte. Das andere Problem ist, dass wir mehr Geld für die Schulen brauchen. Da haben Sie mich jetzt noch nicht nach meinen Vorstellungen gefragt, die ich Ihnen aber sehr gerne... Jetzt kommt Ihr Beschleunigungsprogramm. Zumindest habe ich es geschafft, dass ich noch etwas länger reden darf. Nein. Ja, mein Interesse geweckt. Das war auch die Absicht dahinter. Also wenn wir darüber reden, Kredite aufzunehmen, dann muss jedem klar sein, dass das nicht für konsumtive Ausgaben geschieht. Das heißt, wir verfeiern das Geld, sondern es wird ja in die Infrastruktur investiert. Das heißt, es steht ja ein entsprechender Gegenwert zur Verfügung. Aus diesem Grund sind auch wir als FDP dafür, dieses zinsgünstige Umfeld zu nutzen und natürlich Kredite aufzunehmen. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch weitere Möglichkeiten, außer Steuererhöhungen. Wir haben in der Vergangenheit schon angesprochen, dass auch Grundstücke der Stadt, die nicht genutzt werden müssen, verkauft werden können, sofern das im Einzelfall sinnvoll ist. Auch damit werden wir aber nicht den gesamten Sanierungsstau abarbeiten können. Es muss eine Kombination von mehreren Maßnahmen sein. Wir werden aber die gesamte Prioritätenliste sicherlich nicht in naher Zeit abarbeiten können. Ja, wie viel? Den Einsatz von Herrn darf Herr Manduba nochmal sagen. Ja, der Verkauf von Grundstücken hilft uns einmal. Das heißt nicht, dass es nicht sinnvoll erscheinen kann, damit Dinge zu beschleunigen. Aber im Haushalt sagen wir damit nicht und auf Dauer werden wir damit auch nicht mehr Möglichkeiten haben, zu beschleunigen. Ja. Aber man müsste mal wissen, wie viel Grundstücke man überhaupt noch verkaufen könnte. Ich kann Ihnen das genau sagen, denn wir haben genau in der Zeit, in der ich verantwortlich bin, alle Grundstücke, wo es möglich war, veräußert. Wir haben aber im Besitz des Schuldezernates. Im Besitz des Schuldezernates waren also Grundstücke an Schulen, die nicht mehr gebraucht wurden. Es sitzen hier sicher auch einige, die wissen, dass wir das so gemacht haben, den Schulen dann weiter zur Verfügung gestellt haben. Wir haben noch eine einzige Schule,
wo wir das machen können. Aber natürlich hat Herr Manjura genau recht. Das ist eine einmalige Sache. Das werden wir auch machen in dem Fall, weil wir dann etwas gleich auch lösen können. Aber viel mehr Grundstücke haben wir nicht, weil das natürlich eine Idee ist, die wir auch schon lange hatten. Herr Böhne, Sie haben so gezuckt im Ziel. Ich bin ja sehr lange mit dem Konflikt hier zwischen Dezernat und Kämmerei. Das macht hier schon absurden Eindruck, aber ich meine im Ausschuss Schule und Kultur und das ist ein interner Streit, der uns eigentlich gar nicht interessiert. Aber ganz allgemein muss ich sagen, wenn wir die Runde jetzt einmal durch haben, bevor Sie in der Zeit zwar nehmen, dass vier Seiten Notizen haben. Das traut uns, trauen wir uns nicht. Okay, wir haben ja viele interessante Sachen gehört. Erstmal haben wir festgestellt, 30 bis 50 Millionen ist das, was wir brauchen. Es wird in Wiesbaden eigentlich nie mehr jemand sagen können, dass es mit weniger geht. Das finde ich schon mal ein tolles Ergebnis. Wir haben auch Vorschläge gehört und jeder, der irgendeinen dieser Vorschläge abnimmt, muss die Differenz von mindestens 20 Millionen, die wir momentan haben, muss irgendeinen Vorschlag dafür machen. Und da plädiere ich nochmal dazu, sich wirklich ein längerfristiges Ziel zu setzen, also sowas wie Schulbauprogramm oder sowas, hört sich großartig an. Der Blick auf 2 Jahre Haushalt, die Herr Erich genannt hat, das ist zwar das, was man konkret beschließen kann, aber das ist nicht das, was ausreicht an Planung. Man muss dann schon was machen, was zumindest, wenn es weiter die 5 Uhr beträgt. Herr Zeit, Sie müssen jetzt ganz hart sein und auf meine Frage antworten. Welcher dieser Vorschläge, die gemacht worden sind, scheint Ihnen praktikabel zu sein? Denn viele Sachen haben mit dem Land zu tun und da ist ja auch die Frage, wie schnell soll das denn funktionieren? Wir wissen ja, wie lange Gesetzgebung, Haushaltsberatung bis Steuererhöhung umgesetzt sind. Wir brauchen ja jetzt die Sanierung, jetzt neue Schulen und nicht in 10 Jahren müssen wir irgendwie eine Erhöhung der Erbschaftssteuer haben. Zunächst ist festzustellen, dass Corona keinen großen Spielraum hat, um innerhalb des Haushaltes viel zu verschieben. Es muss schlicht was zugesetzt werden. Natürlich wollen wir Priorität für Schulen, da wollen nicht Kultur und Schulen uns weiter gegeneinander ausspielen. Wir brauchen zusätzliche Mittel. Und es wurde ja allenthalben hier von jedem gesagt, im Moment, wenn man ein bisschen wirtschaftlichen Verstand hat, muss man Kredite aufnehmen, um in die Zukunft zu investieren. Ich habe Kredite bei der Investition in Bildung genannt, das sind 8-12%. Das sagt die KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, das ist nicht die linke GEW. Wir würden sogar höhere Quoten ansetzen. Also mit anderen Worten, Kreditaufnahme ist wahrscheinlich die sinnvollste Option. Gleichzeitig müssen die Einnahmen, muss die Einnahmenseite gestärkt werden, es muss die Gewerbesteuer erhöht werden, es muss die Grundsteuer B erhöht werden und das stärkt den Wirtschaftsstandort Wiesbaden ganz eindeutig, denn warum wurde im Konjunkturprogramm Schulbau aufgelegt? Weil das der lokalen Wirtschaft und der Wirtschaft des Bundes, der Volkswirtschaft gut tut. Also mit anderen Worten, ich habe es ja gesagt. Ja. Frau Frankenbach. Aus Ihrer Sicht klang das jetzt vernünftig, was die politischen Fraktionen hier genannt haben? Oder hätten sich noch mehr gewünscht? Oder war Ihnen dieses Scharmützel doch zu viel des Guten? Ist das Geld nun ausgegeben oder nur gebunden? Oder? Ich denke, wir sind uns alle einig, dass eins klar ist, es fehlt Geld und das ist das Problem. Und dafür müssen wir das machen. Was ich mir aber die ganze Zeit als Frage stelle, ist, wir haben jetzt eben 92%. Ich denke mal, die anderen 7% sind die Risiken, die da im Notfall getragen werden müssen, die nicht ausgeben wollen aus dem Haushalt. Diese Mittel werden wir noch verausgaben. Entweder, das ist so, sozusagen noch das, was ich zurückhalte als Risikomöglichkeit. Und wenn diese Schadensfälle nicht eintreten, wenn wir Zug um Zug diese Mittel bis zum Ende des Jahres verausgaben. Selbstverständlich, bleibt keine Euro übrig. Dann fragen wir uns aber als Schüler, was denn für Risiken noch kommen müssen, damit das ausgegeben wird. Wir haben Klatschen, Türen, wir haben Schulen, dessen Überdachung tropfen, Erich Kästner, dann wird die eine Seite repariert, 2 Wochen später tropft die andere Seite. Ich frage mich, was muss denn noch kommen? Die ausreichenden Heizungen, Frau Schotz, die Sie vielleicht erwähnt haben. Also beispielsweise bei der Erich Kästner laufen die Heizungen auf einem energetischen Niveau, was absolut untragbar ist und warm wird es da trotzdem nicht, wenn da einfach Vergasung haben wird. Die Heizungen funktionieren dauerhaft nicht. Was muss noch kommen, damit diese Risikenmittel genutzt werden? Bravo!
können froh sein, dass die nicht im Stadtparlament sind. Darf ich sagen, dass sie natürlich recht hat. Wir können mit 3 Millionen, die wir jetzt noch haben, natürlich nicht allzu viel machen. Ich habe das versucht eben darzustellen. Wir haben letztes Jahr, Ende des Jahres, das Dach der Leuchtturmschule, was wir eben nicht nur tiefen konnten, was wir voll neu machen, das kostet 1,5 Millionen plus noch ein, zwei Herzungen. Dann, und wir haben ja auch noch kleinere Instandsetzungsmaßnahmen beziehungsweise auch Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen. Da sind die 3 Millionen ganz schnell veräußert. Aber ich glaube, ich habe Sie so verstanden, hauen Sie die 3 Millionen jetzt raus, es ist schon dringend genug. Darf ich Ihnen was sagen? Ich habe schon damit begonnen. Alles klar. So, nun soll ja auch Sie zu Ihrem Recht kommen, Fragen zu stellen oder vielleicht selbst über einen Vorschlag zu machen. Ich glaube, was wir nicht unterkriegen, wir sind schon relativ weit fortgeschritten, wenn jeder noch das Problem seiner Schule schildert. Ich glaube, die Probleme sind auch bekannt. Aber wer jetzt die Gelegenheit nutzen will, vielleicht auch den einzelnen Fraktionen Fragen zu stellen oder selbst eine Finanzierungsidee hat oder eine neue Steuer erfinden will, sei eingeladen, hier nach vorne zu kommen. Ist das denn der Fall? Ist die Herren in Ordnung? Wir fangen mit Ihnen gerade an. Kommen Sie nach vorne, weil wir haben kein Mikrofon, richtig? Also, eines haben wir nicht, gehen wir einfach runter. Herr Zeitz, machen Sie den Publikumsmikrofonhalter. Halten Sie es fest, dann können wir immer. Er weiß auch genau, warum man das festhält. Ich will es ganz kurz machen. Sagen Sie uns auch Ihren Namen. Hier zu einer Stellvertretung der Ortsvorsteher in Medenberg. Ich kümmere mich jetzt nicht um unser Schulthema, sondern eine Frage an die Frau Scholz. Was ist denn die Kapazität? Was könnte unsere Industrie, unser Handwerk überhaupt leisten, wenn wir nicht nur Schulen sanieren, sondern Sportplätze neu machen, die Turnhallen neu machen, Verwaltungsgebäude neu machen? Was gebt ihr her? Ab wann geht es denn so teuer, dass es einfach nur eine Preissteigerung auslöst und nicht ein Mehr an Leistung auslöst? Weil mehr als die Handwerker verbauen können, können wir nicht mehr die Leute bringen. Wo ist da die Grenze? Wir machen es, wollen Sie, Frau Scholz, oder Herr Gerich? Ich kann das in einem Satz sagen. Wir haben im Rahmen des Sonderkonjunkturprogramms auch hier mit der heimischen Wirtschaft innerhalb der 3 Jahre im Zeitrahmen und alle Kosten, die wir hatten, die zur Verfügung standen, umsetzen können an den Schulprojekten, die ja auch hier in der Stadt bekannt sind. Also an Manpower und an Möglichkeiten scheitert es bei uns. Okay, ich glaube, die Frage ist beantwortet. Wir wollen ja, dass viele Fragen und Möglichkeiten zu Wort kommen. Der nächste Herr Hornung hat sich gemeldet. Sagen Sie aber auch, in welcher Funktion... Sie haben ja mal als Oberbürgermeisterkandidat sind Sie ja mal angetreten, aber ich glaube, in der Funktion sind Sie heute nicht. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Thorsten Horn. An Frau Frankenbach ein super Lob. Sie machen das super. Wer hat Lösungen da vorne bei den Politikern entdeckt, woran er glaubt, dass sie nachhaltig in kurzer Zeit wirken? Trauen Sie sich, Arme hoch. 1, wollen wir durchzählen? Wir kommen nicht bis 10. Haben Sie das alle gesehen? Nicht bis 10. Ich denke, hier ist noch viel Handlungsspielraum. Und ich muss Ihnen sagen, wenn 30 Jahre lang hingeguckt wird und verantwortliche Personen aus den letzten 30 Jahren stehen hier vorne, dann gute Nacht. Das kann es nicht sein. Kinder, das macht doch mal ein Flashmob. Das geht doch gar nicht. Ich finde es gut, dass bei Facebook jetzt die Fotos mal dargelegt werden mit den Mängeln. Da können wir wahrscheinlich noch 2 Jahre Kino haben. Aber konkret, Herr Körber, Sie machen es konkret. Wir wollen 50 Millionen und wenn Sie das mit einem Flashmob hinkriegen, Gratulation, aber vielleicht haben Sie noch eine Idee. Es geht erstmal dabei, aufmerksam zu machen, das ist heute gelungen. Ich denke auch, dass heilige Kühe einmal geschlachtet oder gemolken werden müssen. Wenn in diesem Tag 90.000 Euro für das Staatstheater ausgegeben werden, dann sollte man darüber nachdenken, ob es mit weniger nicht möglich ist. Kein Staatstheater kann so gut sein, dass man 15.000 Euro zuschießt. Ich denke, es muss mehr passieren. Man muss daran gehen, dass man das Ganze nicht mit Schulden finanziert. Das wurde jetzt von allen Fraktionen genannt. Die Schulden, wer zahlt die Schulden zurück? Das sind die Schüler hier. Denen wollen Sie das einfach freundlich aufdrücken und sagen, wenig Zinsen. Also, ich glaube nicht daran und möchte gerne noch weiter. Alles klar, vielen Dank, Herr Hornung. So, da muss ich aber, vielleicht möchte ich zu Lisa sagen,
zum Stichwort Generationengerechtigkeit was sagen. Da wird immer, oder soll ich? Da wird immer gesagt, bei der Schuldenbremse wird argumentiert, die sei generationengerecht. Was ist denn daran generationengerecht, wenn die junge Generation in solch marotten Bauten reden muss und ihre Lernchancen beraubt wird, ihre Zukunftschancen beraubt wird, unser Bildungssystem international nicht mehr konkurrenzfähig ist, das ist schlichter Wahnsinn. Das ist nicht nur unanständig, ist nicht nur unverantwortlich, ist auch wirtschaftlich dumm. So. Ich hätte ein Zeit, sich das Mikrofon geben würde. Wer hat sich denn noch gemeldet? Lassen Sie Ihren Finger ruhig. Wenn eine Dame in Rot. Rotes Programm in dem Fall. Frau Dietz. Und wenn er Ihren Namen kennt, sind Sie bestimmt bei der GEW oder so. Sagen Sie doch mal aus Ihrer Position. Mein Name ist Christine Dietz. Ich bin die zweite im kreisvorsitzenden Team der GEW. So können Sie es jetzt aber auch nicht machen. Ich habe mich aber lange brav gemeldet, ja. Und ich finde, es soll auch belohnt werden. Das mache ich als Lehrerin dann nämlich auch. Ich spreche eben für die GEW Wiesbaden. 2010 haben wir schon mal so eine Aktion gemacht, Schulen sanieren sofort. Daher auch diese Buttons und diese Aufkleber. Das ist die Zweitauflage jetzt, ja. Damals hatten wir einen Sanierungsstau von 300 Millionen Euro und 12 Millionen Instandhaltung jährlich. Ja, da hatten wir auch noch keine Schuldenbremse. Ja, die Lösung, die wir damals hatten, das war dann eine Prioritätenliste, weil damals war noch überhaupt nicht quantifizierbar, was überhaupt passieren muss. Die haben wir jetzt und nachdem wir dann die Haushaltsplanung verfolgt haben, haben wir gemerkt, dass diese Prioritätenliste um die 200 Jahre abgearbeitet werden würde, wenn man alle 187 Einzelposten da nehmen würde. Und da ergeben sich für mich zwei Fragen, die ich auch einfach als haushaltsmäßig nicht so gewiefte Bürgerin nicht verstehe. Hier wurde jetzt auch wieder die Argumentation gefahren, im Haushalt können wir nur 2 Jahre im Voraus planen. Das höre ich immer, wenn es um Bildungsinvestitionen geht. Höre ich aber nicht, wenn es um große Prestigeprojekte geht, wie zum Beispiel ein Stadtmuseum oder so. Ja? Das ist die eine Sache. Aber ich habe die ganze Stadt gehört und ich lerne auch gerne was dazu, wenn Sie es einfach erklären könnten, warum es in der Bildung nicht geht und dann aber für andere Projekte. Und die zweite Sache ist diejenige, warum spricht denn hier nur die Fraktion Linke und Piraten ganz konkret davon, die verfassungsmäßig gebotene Einnahmeseite zu stärken? Ja? Die Hebesätze von der Gewerbesteuer, das hatte Herr Bohrer vorhin schon angedeutet, das hat Ihre Zeitung auch schon ausgerechnet, Herr Körber, das wären ja dann 12 Millionen Euro. Und die Zahl habe ich eben schon mal gesagt. Das wäre genau das, was die Stadt Wiesbaden für Instandhaltung jedes Jahr bräuchte. Wir müssen nur die Hebesteuersätze der Gewerbesteuer auf den Stand von 2001 Frau Dietz, belassen wir es jetzt mal. Vielen Dank. Herr Gerlich. Ich bin für die eine Frage auch sehr dankbar, weil Sie haben gesagt, wir können immer nur 2 Jahre haushalterisch im Voraus planen. Auf der anderen Seite verstehe ich auch die Frage, wenn ich jetzt die Rhein-Main-Hallen sehe, die etwa die Stadt 194 Millionen Euro kostet im Neubau, da gibt es ja einen Wirtschaftsplan, der ist auf 30 Jahre angelegt. Wir wissen, dass in 24 Jahren oder so es etwa sogar Gewinn machen soll, die Rhein-Main-Hallen. Warum geht das nicht für den Schulbau oder für Instandsetzung, dass die Kommune so nachhaltig plant? Weil sie auf so kurze Dauer gewählt werden oder ist es wirklich ganz haushalterisch? Das war jetzt ein bisschen polemisch. Also auch die Rhein-Main-Halle können wir haushalterisch aus dem städtischen Zuschussbedarf auch nur im 2-Jahres-Rhythmus planen. Aber wir wissen, dass wir es eben immer wieder einplanen müssen. Und nichts anderes tun wir ja mit dem, was wir in den Schulbau versuchen zu investieren. Also nochmal, das Problem sind wir uns doch allen bewusst. Und mit der Erarbeitung der Schulbau-Prioritätenliste, der überhaupt erstmal Sichtbarmachung dessen, was wir eigentlich an Bugwelle vor uns herschieben, und dann weiß ich jetzt nicht, ob das 300 Millionen sind, ob das 400 Millionen sind, es ist auf jeden Fall jede Menge Geld, es ist eine gigantische Aufgabe, die wir gemeinsam meistern müssen. Und ich bin mir sehr sicher, dass nicht nur der Herr Bohrer, der ist vielleicht der Einzige, der die Einnahmeverbesserungsseite, die auch in der Verfassung steht, angesprochen hat, aber Sie dürfen sicher sein, dass in vielen Bereichen des Hauses und auch der Verwaltung über Dinge bereits nachgedacht wird. Aber wie gesagt, wir stehen am Anfang einer Haushaltsberatung noch nicht am Ende. Interessanterweise, die Einnahmeseite, die ja auch Herr Bohrer schon angesprochen hatte, da wird über Hebesätze gesprochen.
Mir scheint aber, dass die Koalition, die Große, da gar nicht so eins ist. Die SPD schien mir immer ein bisschen ja, dem zugewandter als der Koalitionspartner. Ist die FDP denn für eine Erhöhung, die SPD für eine Erhöhung des Hebesteuersatzes? Da habe ich genuschelt. Wer die Zeitung der vergangenen Woche verfolgt hat, hat ja die Darstellung des Kämmerers zur aktuellen Haushaltslage lesen können. Und der Kämmerer hat dargestellt, das ist jetzt HFA und dann der Finanzausgleich, harte Kosten für das zu entschuldigen, dass das Land Hessen uns, was unsere eigenen Einnahmen angeht, so rechnet, als würden wir einen Durchschnittswert der Gewerbesteuer erheben, wie sie die kreisfreien Städte Hessens, das sind Frankfurt, Darmstadt, Kassel, Offenbach und Wiesbaden, erheben würden. Der Durchschnittswert kommt zustande durch Frankfurt, die sind ganz oben, die haben einen hohen Gewerbesteuersatz und dann liegen alle anderen unter dem Durchschnittswert. Wenn uns aber das Land schon so rechnet, als würden wir den Durchschnittssatz erheben, dann können wir, glaube ich, und das ist jetzt die Verhaltensäußerung, die ich machen kann, gemeinsam, wenn wir uns vom Finanzminister des Landes Hessen dazu zwingen lassen, über diese goldene Brücke gehen. Und ich denke, dass wir über den Sommer hinweg da noch einiges an Beratungen haben werden und bin vorsichtig optimistisch, dass wir das vielleicht auch irgendwann hinbekommen, weil wir ja gezwungen werden, das so zu tun, sonst würden wir uns ja Einnahmen wegessen lassen. Wären das dann diese 12 Millionen, die jetzt angesprochen worden sind? Die Gewerbesteuer macht ein bisschen weniger aus, die würde uns im Bereich von 7, 8 Millionen Euro helfen. Ich würde aber noch ein Argument in Richtung IHK und Handwerkskammer richten. Ich habe dem Herrn Gassel sehr genau zugehört. Das ist der IHK-Präsident, der bei seiner Antrittsrede weitere Investitionen in den Ausbau der Kinderbetreuung, weitere Investitionen in den Nachmittagsbetreuung an Grundschulen. Da stehen sie alle auf der Matte, wenn die Kinder aus der Kindertagesstätte kommen, zurecht. Ab 12 Uhr sind die Kinder wieder zu Hause, gefordert hat. Wir müssen irgendwann auch da in dem Bereich, den wir in den letzten Jahren nicht eingefordert haben, nämlich Gebühren zu erheben oder Steuersätze zu erheben bei der Wirtschaft, da notgedrungen auch gehen. Wir werden das auch mit denen kommunizieren. Ich bin guter Dinge, dass wir dafür Verständnis ernten werden, auch bei der IHK, auch bei der Handwerkskammer. Frau Spruch, nicken Sie. Gewerbesteuer-Hebesatz, wie sieht es aus? Weil das ist jetzt mal ein konkreter Ansatz. An der Stelle nicke ich nicht, das ist jetzt nicht so überraschend für die Beteiligten. Wir sind allerdings auch nicht in der finanzpolitischen Runde, sondern wir sind natürlich auch hier hauptsächlich die Schulpolitiker. Ich kann auch dazu was sagen, warum ich an der Stelle nicht dazu nicke. Der Herr Manjora hat eben gesagt, es sind rund 8 Millionen, die Gewerbesteuererhöhung in der Summe bringen würde. Wir reden momentan darüber, dass wir in dem Haushalt rund 78% für Sozialausgaben veräußern. Das heißt, wenn ich alleine von diesen 8 Millionen wieder 58% abziehe, bleibt gar nicht so viel übrig. Ich glaube, wir müssen auch mal strukturelle Punkte geben. Ich sehe so ein bisschen Schwirrenfalten. Es ist rausgekommen die Bertelsmann-Studie, die klar sagt, dass Wiesbaden von den Großstädten deutschlandweit diejenigen sind, die den größten Anteil an Sozialausgaben im Gesamthaushalt haben. Ich glaube, da muss man einfach über Strukturen reden. Das ist eine Frage, die Herr Manjura völlig zu Recht eben auch gesagt hat, ist die Frage, was mache ich mit Betreuungssachen? Wir stehen momentan im Kindergarten und Kita-Bereich sehr, sehr gut da, haben dann einen Knick, wenn es in die Grundschulen reingeht. Das kann auch natürlich nicht sein. Die Problembeschreibung löst es nicht, das ist mir auch bewusst. Ich glaube vielmehr, das war eine Frage, deswegen wollte ich eben gerne was dazu sagen, auch wie man abbauen kann oder wie man schnell bauen kann und wie man auch strukturiert bauen kann. Wir haben mit der Niebauergesellschaft einen Betrieb, der sehr effizient baut. Wenn ich ein Schulbauprogramm 2025 starte und sage, ich setze mich auch darauf hinaus und sage, ich baue es vor allem mit unseren städtischen Eigenbetrieben, dann habe ich auch andere europaweite Ausschreibungen. Jetzt wird es ein bisschen komplexer. Durch diese europaweiten Ausschreibungen kann ich, wenn ich es an die Gesellschaft gebe, ganz, ganz viel Geld auch in der Stadt halten. Ich habe da Grenzen von 5,1 grob, die ich dann nicht europaweit ausschreiben muss, wenn es eine jetzt Gesellschaft macht. Nicht so kompliziert. Und dann bleibt es aber beim Handwerk und dadurch habe ich natürlich eine Stärkung vom Handwerk. Und da werden wir dann wieder die Frage Sonderkonjunkturprogramm und auch die Einschätzung zu der Frage Gewerbesteuer, ob das tatsächlich keine Abwanderung bringt. Wenn ich nach Eschborn und Frankfurt schaue, stelle ich da mal ein großes Fragezeichen dahinter. Die einen höheren Gewerbesteuer haben als Wiesbaden. Machen wir weiter mit Ihren Fragen oder Beiträgen. Jetzt gucke ich, ich versuche nur mal, dass ich mal alle Gesichter sehe, die sich melden. Wir fragen ja Schüler Vorrang. Vorrang? Herzlich willkommen. Dankeschön. Kann ich mir vorstellen, mein Name ist Arno Scheinert, ich bin stellvertretender Landesschulsprecher der Landesschülervertretung Hessen und Sie haben ja vorhin angesprochen, wir hätten uns vielleicht doch einen Landespolitiker hier hinstellen sollen,
weil die Situation sieht für uns relativ klar aus. Wir arbeiten seit letztem Jahr an dem hessischen Bildungsgipfel. Wahrscheinlich hat der ein oder andere schon davon mitbekommen und auch mit dem Fortschritt, der nicht existent ist, leider. Da gab es übrigens erst vor kurzem, vor wenigen Tagen, die Vertreter, die da auch mitwirken im Gipfel, werden es wissen, vom Philologenverband, vom hessischen Philologenverband, eben der Antrag, dass man substanziell und massive Förderung braucht im Bildungssystem. Und da gab es ganz klare Antwort seitens des Hessischen Städtetags, Landkreistags und vom Innenminister Peter Beuth, die lautet nein. Also stelle ich mir die Frage, wir werden wahrscheinlich keine Mehrheit finden für eine Anhebung der Gewerbesteuer in Wiesbaden. Aber wenn ich mir anschaue, was für einen Respekt und was für ein Interesse das auch auf Landesebene verfolgt wird, dann sieht es eben sehr, sehr traurig aus. Deswegen stelle ich nochmal die Frage. Hier wurde mehrmals schon gesagt, dass mit Hilfe des Landes vielleicht das Problem angepackt werden kann. Aber ich glaube, das sehen die nicht so. Deswegen, ich mache mir ein bisschen Sorgen und würde mir wünschen, wenn da vielleicht noch andere Forderungen kommen oder wenn, wie der Herr, glaube ich, vom Stadtelternbeirat mitgesagt hat, dass sie bei der kommenden Demo vielleicht mit uns ziehen und eben ein Zeichen setzen, dass die Kommunen überlastet sind bei der Frage. Vielen Dank. Wir sind natürlich Schulbau ist der zuallererst mal Sache des Schulträgers. Richtig sind die Verweise natürlich zur Landesregierung, wenn es um städtischen Haushalt geht. Ich sage an der Stelle, wir werden jetzt einfach versuchen, als nächsten Schritt machen wir eine ähnliche Veranstaltung, aber dann mit der schulpolitischen Sprecherin des Landes. Oder wir sollten eigentlich die finanzpolitischen Sprecher ebenfalls dazu laden und gucken, dass wir da eine gute Runde zusammenkriegen. Und wenn sie dann auch wiederkommen, dann haben wir auch eine, glaube ich, eine gute Stimme, mit der wir sprechen können. Und dann können wir die Fragen, die jetzt hier aufgekommen sind, auf Landesebene, können wir da hoffentlich auch abrollen. So, jetzt hatte ich da hinten, wir arbeiten uns jetzt von hinten wieder nach vorne. Sagen Sie uns auch Ihren Namen und für welche Funktion Sie sprechen, wenn das so sein sollte. Ja, mein Name ist Peter Grubens. Ich wollte nur gerne einen Vorschlag eventuell mit in die Diskussion zur Einnahmeverbesserung bringen. Wir wissen ja, dass die KMW, ich glaube, 25% gehören ja auch der Stadt Wiesbaden, haben ja, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, rund 300 Millionen Euro an Rücklagen, um das Kohlekraftwerk zu bauen, was ja nicht gebaut wird. Da ist ja eine Menge Geld in der Schatulle. Das gehört ja den Städten Mainz und Wiesbaden. Ich glaube, beide Städte sind ja in Finanznöten im Moment. Und wäre es nicht vielleicht eine Überlegung, dass man zumindest einen Teil dieses Geldes für investive Ausgaben wie den Bau von Schulen, Kindergärten und weiteren Dingen dafür einsetzt? Denn städtische Gesellschaften haben ja einen größeren Anteil an Umsätzen als der städtische Haushalt selbst. Vielen Dank, die Frage kam. Der Kollege hat, glaube ich, seine Nachfrage noch ein bisschen aus einer Sonderausschüttung bestritten oder habe ich es falsch im Kopf? Aber die Frage ist ja berechtigt, das Kohlekraftwerk wurde nicht gebaut, da ist noch ein bisschen Geld da, dreistelliger Millionenbetrag, kann man da nicht ein bisschen mehr ausschütten? Das haben wir in den vergangenen beiden Jahren schon getan. Sie haben recht, der Kollege hat davon einen Teil seiner Mainzelbahn finanziert und wir haben davon eine erhöhte Ausschüttung aus der Holding in den städtischen Haushalt in den vergangenen beiden Jahren gemacht. Deswegen stimmen die 300 Millionen nicht mehr, von denen sind schon 100 schon wieder abgeflossen. In der Tat kommt davon nur ein Viertel in Wiesbaden an, ein anderes Viertel geht an die Tüger und die Hälfte geht nach Mainz. So ist die Aufteilung der Besitzverhältnisse. Wir werden auch in den kommenden beiden Jahren haben wir eine erhöhte Ausschüttung aus der Holding an den städtischen Haushalt eingeplant, der natürlich über die unterschiedlichen Beteiligungen dann auch zu decken sein wird. Das tun wir. KMW ist jetzt ein Spezialproblem, könnte ich jetzt eine halbe Stunde darüber berichten, weil wir dadurch ein Riesenproblem haben. Die Gelder, die dort in der Vergangenheit durch das 8000 Stunden laufende Gaskraftwerk verdient wurden, sind aktuell nicht mehr zu verdienen. Das Kraftwerk läuft noch 2500 Stunden im Jahr. Das heißt, da laufen wir mittelfristig tatsächlich auf ein Problem hin. Und deswegen müssen wir einen guten Teil der Rücklagen dort auch behalten, um eine Zukunftsperspektive für die KMW, also für die Stromerzeugung vor Ort für Mainz und Wiesbaden auch sicherstellen zu können. Alles klar. So, jetzt waren da vorne noch weitere Meldungen. Sie doch mit dazwischen waren noch was. Als Schüler noch? Schüler, wo kommt der denn her? Ach, da. Hallo, ja, mein Name ist Schamon Wasser und ich bin hier vom Gymnasium am Mosbacher Berg. Und mir stellt sich die Frage, ich habe aufmerksam zugehört und ich habe oft gehört, wir müssen irgendwann, wir sollten, es ist wünschenswert. Das wissen wir. Aber können Sie uns heute mal was sagen? Wir warten auf Antworten. Ich will jetzt von Ihnen was wissen. Was muss noch geschehen?
muss uns die Decke über die Schüler zusammenfassen, muss jemand sterben, damit sie endlich mal was machen. Es reicht langsam, finde ich. Es ist kein Zustand mehr. Und irgendwann muss was passieren, aber es sollte nicht irgendwann, sondern jetzt sein. Können Sie uns jetzt was sagen und nicht uns vertrösten mit, es muss irgendwann was geschehen. Ich muss auch irgendwann für mein Abitur lernen. Ich sollte es aber vielleicht jetzt machen. Können Sie das tun? Nur wenn es das Abitur in diesem Jahr wäre, wäre es jetzt ein bisschen zu spät. Da wären die Decke tatsächlich auf den Kopf gefallen. Ich glaube, so schlimm ist es noch nicht mit Decke auf den Kopf fallen. Zu der Frage kurz an. Sie hören die Antwort. Vielen Dank, dass Sie mich korrigieren. Natürlich müssen wir jetzt beginnen, aber der Oberbürgermeister hat es vorhin schon ausgeführt. Die Haushaltsberatungen stehen vor der Tür. Und Sie haben ja auch bemerkt, dass wir uns schon Gedanken zu dem Thema gemacht haben. Wie können wir weiter da voranschreiten? Und zwar nicht wünschenswert, sondern wie können wir das konkret praktisch umsetzen in den Haushaltsplan? Frage beantwortet? Nein. Es ist doch ganz einfach. Also erstens ist ja das Ansinnen völlig gerechtfertigt. Es ist auch von uns geteilt, dass wir da ein Problem haben. Aber zur Wahrheit gehört auch dazu, wir werden es in den nächsten 2 Jahren nicht lösen. Das ist einfach so, weil die Rahmenbedingungen so sind, wie sie sind. Und mehr als uns gegenseitig Mühe geben und uns einander helfen, um tatsächlich die Rahmenbedingungen so auszuschöpfen, wie es geboten ist, das können wir nun mal nicht machen. Und nochmal, wir haben seit 2009 200 Millionen Euro ausgegeben. Man kann doch jetzt auch nicht so tun, als würden wir nichts machen. Das stimmt doch einfach so auch nicht. Herr Gerlich ist auch ein bisschen erregt, weil er muss nämlich weg. Er ist schon eine halbe Stunde zu spät auf seinen Termin. Vielen Dank, dass Sie über die Zeit auch geblieben sind. Er geht ein bisschen früher, er hat auch schon vorher gesagt, dass er eigentlich um 7:30 weg muss. Aber wir wollen Ihre 2 Meldungen, hatte ich noch gesehen, und zwar Ihre und Ihre, die würde ich gerne auch nehmen. Und dann kommen wir auch zum Ende. Die ersten gehen auch schon, das ist immer ein Zeichen, dass man seinen Zeitplan wieder aufholen muss. Danken Sie uns auch. Michael, mein Name, guten Abend. Ich bin Vater von 2 kleinen Zicken in der Fritz-Landsberg-Schule. Und die Fritz-Landsberg-Schule steht auf dieser besagten Prioritätenliste in der Champions League, also top oben. Und die Planung ist für einen Schulneubau, ich will es bewusst mal anfassbarer für mich machen, durchgeführt. Die Planung steht, der Neubau sollte stattfinden. Es sind, glaube ich, meines Wissens über 250 Millionen an Planungsgeldern bereits ausgegeben, das sind übrigens Steuergelder. So, jetzt sind wir rausgebremst. Ich möchte von Ihnen jetzt mal wissen, sind das nun Planungen gewesen, war das eine Glaskugelrechnung, ohne zu wissen, ob jemals mal ein Schulneubau auch wirklich stattfindet? Wenn das der Fall ist, ist es ein Armutszeugnis, was die strategische Planung betrifft. Und der Haushalt neu definiert wird, wann auch immer das dann erfolgt, mit welcher Priorität gehen Sie dann ran, in die Zukunft diese Prioritätenliste abzuarbeiten, vor dem Hintergrund der bereits getätigten Wiesen? 2013, das kann ich ergänzen, stand die Fritz-Gansberg-Schule auf Platz 8. Der Bedarf wurde 2015 festgestellt und jetzt ist schon klar, dass es also in den nächsten 2 Jahren nichts wird. Das ist so nicht. Das stimmt nicht. Wir haben ganz gesagt, wir machen das jetzt im Pausenmodus, die Eckwerte im Moment sind. Und da kann man im Moment nicht weitergehen, deswegen Pausenmodus. Die Haushaltsberatung fangen nach und so Pause. Beziehungsweise wir sind schon im Jahr in den Haushaltsberatungen drin und es wird sehr zeitnah klar sein und nach der Diskussion, die Sie heute Abend mitbekommen haben, können wir doch durchaus Hoffnung haben, dass vielleicht in den Haushaltsberatungen, die wir jetzt haben, Gelder zugesetzt werden. Und dann haben wir natürlich die Möglichkeit, die Dinge, die wir geplant haben, auch umzusetzen. Und dann will ich noch etwas sagen. Ein Schulbau, den von der Planung bis zur Eröffnung, also bis wir nachher fertig sind, dauert 4 bis 5 Jahre. Und wenn ich nur einen 2-jährigen Doppelhaushalt habe, kann ich nicht immer planen, sondern ich muss auch Dinge, wo ich Grundsatzbeschlüsse zu haben, wo ich Aufträge vom Parlament habe, dass ich das angehen kann, muss ich losmarschieren. Und deswegen, die Dinge, die wir jetzt, wo wir Planungsmittel eingesetzt haben, denke ich, dass wir das in die Haushaltsberatung mitnehmen und dass wir da Möglichkeiten haben. Also der Vorteil wäre, dass die Planungsmittel ja schon verausgabt haben und geplant haben, hieße, wenn Sie das Geld haben, können Sie auch sofort anfangen. Was bei anderen Schulen nicht immer der Fall ist. Ja, also bei denen,
Schulen, die jetzt im Chaos-Modus stehen, können wir morgen weitermachen. Okay. Jetzt hatten wir, wenn das Geld heißt. So. Letzte Wortmeldung. Sagen Sie uns auch Ihren Namen. Ja, guten Abend, mein Name ist Ulrich Rohrbach, ich bin SEG-Vorstand von der DTL-Schule. Ich habe mir zwei Projekte jetzt gerade in Gedanken rausgenommen. Ein Punkt ist, ich sage mal 20 Millionen. 20 Millionen sind in Schulen verbaut worden und kein Mensch sieht sie. Es gibt in unserer Schule in jedem Raum eine Sprechanlage. Und diese Sprechanlage, die kommen auch in andere Schulen. Diese Sprechanlagen sollen da sein, dass der Direktor die Möglichkeit hat, sich in den Schulunterricht einzuschalten. Passierte noch nicht mal den Datenschutz, den wir machen. Angeblich sollen diese Sprechanlagen auch dazu da sein, dass falls mal ein Amokläufer kommt, Amokläufer, wieso Amokläufer? Eigentlich ist das ein Schütze, ist es eigentlich ein Mörder. Gut, wenn der Mörder in eine Klasse kommen sollte, was viel wahrscheinlicher ist als das Runterfallen von Decken wahrscheinlich, dann wird der wahrscheinlich als erstes diese Sprechanlage oder dieser Sprechanlage eine Kugel opfern aus seiner Munition. Damit ist das Ding hinfällig. Trotzdem, so, für sowas wurde investiert. Ein zweites Beispiel ist, unsere Schule hat, Gott sei Dank, ich bin dankbar für die Unterstützung, auch von der Stadt Wiesbaden, eine Mensa gebaut für 1,3 Millionen Euro. Andere Schulen haben Mensen gebaut für 5 Millionen aufwärts. Warum muss dieser große Unterschied sein? Könnte man mal drüber nachdenken. Manche Schulen haben auch gar keine Mensa, das ist mir durchaus bekannt. Ich habe nur zwei Beispiele rausgepickt und ich will jetzt nicht diese drei magischen Buchstaben aus der Vergangenheit noch auf den Tisch bringen, die mit E anfangen. Also, es könnte, und das ist wahrscheinlich der wahrscheinlichste Weg, einfach sinnvoll sein, mal mit dem vorhandenen Geld über die einzelnen Töpfe hinaus an den Start zu gehen und zu überlegen, wie man das Geld sinnvoller, effektiver und zeitnäher verbauen kann. Insofern stimme ich den ganzen Schülervertretern hier zu, die dahingehend eigentlich am nächsten gekommen sind. Vielen Dank. Zwei Rückfragen habe ich. Welche Schule ist das, die keine Mensa hat? Berufsschulzentrum oder? Oranienschule, ja. Ja, okay. Aber vorhin kam noch nächste Frage. Ich habe es verstanden. Die andere Frage, als ich sagte, wir sind noch nicht so weit, dass die Decke auf den Kopf fällt, da kam so ein tiefer Protest. Welche Schule war das? Durchgebrochener Hausmeister auf dem Speicher oben. Welche Schule war das? Albrecht Dürer, danke. Ja, und die Dienstschule ist bekannt. Das ist ein Stockwerk gesperrt. Aber wir hatten hier noch aus der Winterschule die Sache, wie effektiv sie arbeiten, wofür das Geld ausgegeben wird. Ich werde gerne das Beispiel hier nennen. Diese Mensa ist gebaut worden und wir haben hier einen Multifunktionsraum, sodass wir also auch Räume vielfach nutzen, das ist so. Und an der Winterschule will ich Ihnen sagen, da haben wir erst einen Klassenraumbau geschaffen und haben dann, der notwendig war, wie G8 und G9 neu entwickelt werden musste und wie dann die Räumlichkeiten nicht mehr notwendig waren, haben wir aus den Klassenräumen eine Mensa gemacht. Also wir überlegen uns sehr genau, wie wir planen und machen das nicht ohne Sinn und Verstand, sondern gehen genau solche Wege wie in der Bild. Aber die Frage ist, warum hat es da 1,3 Millionen gekostet, an einer anderen Stelle 5 Millionen? Und die andere Frage, warum werden zum Beispiel Gelder für Sprechanlagen ausgegeben, die man nicht einsetzt im Normalfall? Es gibt unterschiedliche Größen von Mensen, wo die Oranienschule auch übrigens die große Mensa der Eheausschule mit benutzen kann. Und dann sage ich Ihnen, das ist ein sehr ernstes. Dann gibt es ein sehr ernstes Thema, das ist nämlich wirklich der Amoklauf. Und da sage ich Ihnen, da haben wir ein ganzes Programm aufgesetzt, da lassen wir uns von der Polizei beraten und da werden Maßnahmen in Schulen umgesetzt, die ich auch persönlich für zwingend wichtig halte. Ich wollte eigentlich nicht mit dem Amoklauf aufhören, das hat sich jetzt einfach so ergeben. Frage an Sie, wenn Sie jetzt hören, was auch die Vorschläge sind, erstmal glauben Sie, einfach ja, nein, wenn Sie daran glauben, glauben Sie, dass mehr Geld als jetzt noch in den Eckwerten steht, am Ende des Tages zur Verfügung steht? Das wurde ja auch als These, glaube ich, von allen so unterschrieben. Glauben Sie es? Das sind keine Suggestivfrage. Ein bisschen. Und wir unterstützen auch was wir unterstützen nur ja auch die Politik.
Also nicht Sie hat mich gefragt, sondern ich habe das Publikum gefragt. Sie waren jetzt oft genug dran. Waren Sie zufrieden mit den Vorschlägen, die jetzt gemacht worden sind, um mehr Geld für Schulen zur Verfügung zu stellen? Wer war damit zufrieden von Ihnen? Danke, das war ich. Ja, ich glaube, es ist noch ein bisschen Überzeugungsarbeit notwendig. Vielleicht können uns ja, wenn wir das Ganze wiederholen mit der Landespolitik, dann ein paar Landespolitiker überzeugen. Wir machen keine Schlussrunde, glaube ich. Ich glaube, es ist viel ausgetauscht worden. Wir haben Ideen gehört und wir sind auch mit den Beiträgen am Ende. Fast. Und wir leider. Aber einen Hinweis muss ich machen, denn die Politik braucht offensichtlich Unterstützung gegenüber dem Land und vielleicht auch gegenüber dem Stadtparlament noch. Also ich rufe nochmal dazu auf, am Donnerstag, 16.07. natürlich, aufs Darmsche Gelände zu kommen, 15 Uhr, Kundgebung, Schulen sanieren sofort. Vielen Dank für den Hinweis. Danke nochmal. Danke nochmal an den Gastgeber für den Raum, an die Schüler, die die Technik gemacht haben und natürlich allen Podiumsteilnehmern, die sich auf ihre Fragen gestellt haben und ihre Zeit zur Verfügung gestellt haben. Und kommen Sie gut nach Hause und wir hoffen, dass alles gut wird.